Hey Gangsters! Willkommen bei Let's Play Gothic 2 Gold. Wir haben letztens von Vatras erfahren, dass wir wieder dorthin zurückgehen sollen, wo wir herkommen. Nämlich zum Kloster. Weil dort gibt's irgendeinen Guy. Und der braucht irgendwas. Ich glaube, wir können das sicher nachschauen, die Botschaft. Meister Iskarot erwacht am Schrein vor dem Kloster. Wahrscheinlich ist das der, der uns gesagt hat, wie wir ins Kloster reinkommen würden, beziehungsweise uns über das Klosterleben aufgeklärt hat. Wir haben mit dem 100%ig schon geredet, aber das hat Vatras wahrscheinlich wahrgenommen, hat sich gedacht, hey, verarschen wir den Helden ein bisschen. Vor allem diesen Trollhunter. Lassen wir dann einfach den gleichen Weg noch einmal gehen. Seine Zuschauer und er sollen sich langweilen. Sie sollen die gleiche Gegend 50.000 Mal sehen. Ich denke, das freut sie. Das muss wohl sein Gedankengang gewesen sein. Von diesem kranken Bastard. Jetzt werde ich nicht darauf gehen, sondern unten entlang gehen. Denn da oben sind die Banditen. Ich nehme es jetzt wahr. Ich bin also die letzten 24 Stunden, wie ihr mitbekommt, nicht gegen eine Wand gelaufen. Es war diesmal ein Fels. Ein blutendes Skelett. Interesting. Was ganz Neues. Und so lange, dass das schon weggefressen wäre, glaube ich nicht, dass die schon da liegt, oder? Ich müsste mal bei Piranha Bytes anrufen und sie fragen. Das wäre somit die Lösung für all meine Probleme. Da haben wir scheinbar schon alles genommen. Es könnte natürlich auch sein, dass dieser Iskarot derjenige ist, der da bei diesem kleinen Wegschrein gecampt hat. Um Reisende wie uns zu bekehren. Aber nee, wir sind zwar schon Innos Angehörige, aber nicht solche Arschkriecher wie er. Bist du Iskarot? Ja, hey, das ist er. Ich habe eine Botschaft von Vatras. Wie lautet diese Botschaft? Es ist ein Brief. Hier. Gut. Du kannst Vatras ausrichten, dass ich die Nachricht erhalten habe. Als Belohnung für deine Dienste nimm diese Tränke. Sie werden dir sicher noch nützlich sein. Na, hoffe ich. Segne mich. Tu es. Möge Innos allzeit über dich wachen. So, was haben wir gekriegt? Tränke. Welche Tränke? Extrakte der Heilung, offensichtlich. Mana-Extrakt. Nice, was ist das? Es gibt einen dauerhaften Geschicklichkeitsbonus. Na, haus rein, Mann. Leichte Milizrüstung. Stylisch und gut. Ein paar Bäume. Versuchen wir, die Bäume anhand der Rinde zu bestimmen. Das ist die. Das ist Modell 751 in der Piranha Bytes Datenbank. Kann sein, dass ich jetzt immer Piranha Bytes statt Piranha Bytes gesagt habe. Ich nehme das immer so im Nachhinein wahr, nachdem ich es gesagt habe. Ich spreche immer ohne zu denken. Deswegen nehme ich es erst im Nachhinein wahr. So, ist das noch eine Mission? Ja, wir sollen jetzt zurückgehen und dem Vati das erzählen. Vielleicht hätte ich es wagen sollen und den Brief lesen sollen und dann halt wieder laden, aber nee, das ist nicht mein Stil. Als Ausgleich renne ich dafür aus Versehen in die Banditen rein. Grüne Landschaft.
Wunderhübsch. Mein Headset ist ein wenig seltsam. Wenn ich in die eine Richtung drehe, wird es manchmal lauter und sobald ich 5 Sekunden danach in die gleiche Richtung drehe, wird es stattdessen leiser. Ich verstehe das nicht. Das ist eine komplizierte mechanische Vorrichtung. So, da sind wieder ein paar Wolves, glaube ich. Außer die sind schon tot. Ach so, die haben ja die Wachen dann, glaube ich, schon getötet einmal. Als wir in die City gerannt sind, als die an unserem Arsch geklebt sind. Da haben ein paar seltsame Vorlieben. Ich dachte eigentlich nicht, dass Wölfe Aasfresser sind, aber... Der Joke. So, Vatras, ich hoffe, du jokest diesmal nicht mit uns. Könntest du vielleicht zu dem Händler gehen, der unter der Brücke überfallen wurde? Ich habe eine Botschaft für ihn. Wenn das kommt. Ich habe die Botschaft überbracht. Sei bedankt dafür. Dann wähle nun deinen Lohn. Ein Erzbrocken? Willst du mich verarschen? Ein Kronstöckel. Ring der Gewand hätte nur wahrscheinlich Geschicklichkeit geben. Das brauche ich ja nicht wirklich, weil ich ja festgestellt habe, dass man als Armbrustschütze auch Stärke braucht. Deshalb... Kronstöckel, wir sind Alchemist. Noch was? Wegen der vermissten Leute. Ja? Ich will dir erzählen... Was hast du... Bisher leider nicht... Nichts Wesentliches. So ist das. Achso, können wir ihm jetzt beitreten eigentlich? Weil wir ein bisschen was für ihn erledigt haben. Kannst du mich einziehen über die Götter? Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Als Anwärter auf den Eintritt in unsere Gemeinschaft. Aber ich werde dir sagen, was... Was genau tut ihr? Wo sind die anderen Wassermagier? Okay. Haben wir das schon was mal genau gefragt? Tut ihr eigentlich? Wir stehen zwischen der Ordnung in... Ja. Wenn eine der beiden Parteien die Überhand gewinnt, dann bedeutet, und so sorgen wir dafür, dass Gleichgewicht herrscht. Warte, das wollte ich wissen. Was passiert, wenn Innos die Übermacht bekommt? Achso, gut, dann konkreter. Etwas konkreter. Der Fall der Barriere hat viele Bedrohungen hervorgerufen. Die wohl offensichtlichste stellen die Banditen dar. Nicht nur, dass es fast unmöglich geworden ist, die Insel zu bereisen, ohne angegriffen zu werden. Es gibt auch noch jemanden in dieser Stadt, der die Banditen unterstützt. Wir haben herausgefunden, dass die Banditen regelmäßig von einem Waffenhändler aus Korinis versorgt werden. Wir kümmern uns beispielsweise darum, solche Männer zu finden und sie daran zu hindern, die Stadt zu gefährden. Wenn du etwas über die Sache herausfinden kannst, lass es mich wissen. Neuer Tagebucheintrag, aha. Ach geh, ich wollte wissen, was passiert, wenn Innos die Überhand gewinnt. Bei Bela ist es das Chaos, klar. Und das ist, wenn Innos gewinnt? Ich werde es mit dem Video selbst anschauen müssen. Das wissen wir. Jetzt werde ich schauen, was das für ein neuer... Interessant. Ich habe scheinbar, war ich echt so blöd, mit ihm alle Gesprächsoptionen durchzugehen. Wegen dieses Waffenhändlers. Wegen dieses Waffenhändlers. Was wisst ihr schon über den Waffenhändler? Sprich mit Martin, dem Proviantmeister der Paladine, darüber. Er kann dir sicher mehr dazu sagen. Er ist mit der Aufgabe betraut worden, den Waffenhändler zu entlarven. Du findest Martin im Hafenviertel. Wenn du eine Ansammlung von Kisten, Proviant und Paladinen siehst, ist Martin nicht weit. Ja, den kennen wir ja. Der hat uns ja geholfen, da reinzukommen zur Stadtwache. Wegen dieses Waffenhändlers gibt es etwas, das mir wieder helfen könnte. Gibt es etwas, das mir bei der Suche helfen kann? Du bist sehr beharrlich, junger Mann. Aber mir fällt tatsächlich etwas ein, das dir deine Aufgaben erleichtern könnte. Ich werde dir dieses Erzamulett mitgeben. Du kannst es sicher gut gebrauchen. Es ist ein Amulett der suchenden Irrlichter. Es gibt nur sehr wenige dieser Art. Das Irrlicht, das in diesem Amulett innewohnt, hat ganz besondere Eigenschaften. Es kann dir helfen, Dinge zu finden, die du mit bloßem Auge oft nicht sehen kannst. Um es zu rufen,
musst du das Amulett nur anlegen. Wenn es seine Kraft verliert oder du es nicht finden kannst, lege das Amulett einfach nochmal an und es wird wieder erscheinen. Das Irrlicht kann Waffen aufspüren. Bei deinen Nachforschungen über die Waffenlieferung an die Banditen könnte es dir sehr nützlich sein. Behandle es gut und es wird dich nie im Stich lassen. Hokus Pokus, Ein Irrlicht in einem Amulett? Irrlichter sind bewundernswerte Geschöpfe. Sie bestehen aus reiner magischer Energie. Sie sind an das magische Erz dieser Welt gebunden. Es ist ihr Ursprung. Von ihm beziehen sie ihre Kraft. Es wundert mich nicht, dass du noch nie von ihnen gehört hast. Sie zeigen sich nur demjenigen, der ihr zugehöriges Erz trägt. Die freilebenden Irrlichter sind gewaltsam von ihrer Quelle entrissen worden und greifen jeden an, der sich ihnen nähert. Diesen bedauernswerten Kreaturen ist nicht mehr zu helfen. Du solltest ihnen besser aus dem Weg gehen. Noch irgendwas? Kann das Irrlicht noch mehr? Mehr als nach Nahkampfwaffen zu suchen, meinst du? Nicht, wenn du es ihm nicht beibringst. Soviel ich weiß, ist Riordian ein Lehrmeister dieser Wesen. Er ist einer von uns und zurzeit mit Satoras unterwegs. Verarsch mich nicht. Vielleicht kann er dir mehr dazu sagen. Verarsch mich nicht, come on. Danke, ich werde gut darauf achten. Verarsch mich nicht. Ich kann jetzt noch einmal wegen diesem beschissenen Amulett wieder zu diesen Wassermagiern rennen. Naja. Also irgendwie haben sie ein bisschen mit dem Wege recyceln. Und das Irrlicht zeigt mir Waffen. War. Und er erfreute sich an allen Wesen gleichermaßen. Hast du Waffen bei dir, hä? Was ist los mit dir? Bist aber verdächtig. So groß war der Zorn Belians, dass er über das Land kam. Wenn es verschwindet, muss ich es einfach neu anlegen. Und Belia sprach zu ihm. Was ist los mit dir, hä? Irrlicht ist bei dir, hä? Hast du Waffe? Im Untertan. Ah ja, ich behalte dich im Auge. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Ich glaube, das Irrlicht schwirrt einfach irgendwo hin. Auf das ist das Land zerstört. Aber irgendwie so muss es ja funktionieren. Auf jeden Fall gehe ich jetzt mal zu Martin. Man weiß gar nicht mehr, wen man noch geht. Und schau, ob der was weiß. Der wurde ja damit beauftragt und ist unser Kollege, also wird er ja wohl hoffentlich ein bisschen Infos rausrücken. Vor allem sind wir Best Friends mit ihm. Wo er ist, sollten wir ja auch wissen, außer er sitzt noch in der Kneipe. Und es wird noch viel schlimmer. Der erzähle ich gar nichts mehr. In der Kneipe waren wir schon, glaube ich. Trotzdem speichere ich nicht, dass uns der wieder irgendwie blöd anmacht. Das ist nicht Ziel der Sache. Mein Mann sieht das anders. Gut. Ne, da ist er nicht. Könnte natürlich auch sein, dass Laris das ist, aber nee. Das glaube ich nicht. Das ist mal wieder typisch. Laris ist ein Good Boy. Sag mir nicht, dass du das nicht gemacht hast. Auch wenn er ein bisschen geldgeil ist. Aber er ist ein Good Boy. Ich wäre mir da nicht so sicher. Für Innos! Das habe ich früher auch immer. Ah, da steht er. Bei seiner spannenden Aufgabe. Du suchst den Mann, der an die Banditen Waffen verkauft? Sagt wer? Sagt Vatras. Oh. Was weißt du denn darüber? Nicht viel, aber ich könnte mehr herausfinden. Ach, so ist das. Sagst du mir, was du über den Waffenhändler weißt? Pass auf. Wir wissen, dass ein einflussreicher Bürger des oberen Viertels dahinter stecken muss. Und einige der Waffen sollen sogar aus den Beständen der Miliz gekommen sein. Aber wer genau dahinter steckt, wissen wir noch nicht. Wenn du genug Mumm in den Knochen hast, eine Gruppe von mindestens 5 Banditen aus dem Weg zu räumen, nein, kannst du es vielleicht rausfinden. Nö. Was ist mit den Banditen? Wir wissen, dass die Banditen zurzeit die Verbindungsstraßen zwischen den Bauern und der Stadt belagern. Außerdem weiß ich, dass es eine Waffenlieferung in den letzten Tagen gegeben haben muss. Vielleicht sind dort bei den Banditen Hinweise zu finden, die den Waffenhändler entlarven können. You don't say. Wegen des Waffenhändlers. Dann zeig mal her, was du hast. Diesen Degen habe ich bei den Banditen gefunden. Der Buchstabe F ist in den Knauf geritzt. Und? Was noch? Das ist alles.
Das reicht noch nicht. Das könnte fast jeder im oberen Viertel sein. Sieht so aus, als müsstest du der Spur der Banditen und den gelieferten Waffen noch weiter folgen, bis wir wissen, wer dahinter steckt. Vielleicht solltest du noch mal mit Watras sprechen. Gut, also dieser Banditendegen, wo ich eigentlich dachte, das sei eine normale Waffe, hat scheinbar ein F eingeritzt. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwelche Indizien dadurch verloren, dass ich, glaube ich, nicht alle Banditen durchsucht habe, die da oben beim Bauern einmal verreckt sind, beziehungsweise, glaube ich, habe ich dann ja wieder geladen, weil ja dann die ganzen Bauern gestorben sind. Also vergesst das wieder. Auf jeden Fall können wir vielleicht selbst mal ins obere Viertel gehen und uns selbst ein Bild machen. Ich habe so den Verdacht, dass das der Typ ist, der uns gesagt hat, im Minental sollen wir irgendwas für ihn besorgen, beziehungsweise ihn informieren, was da so abgeht. Worum soll ich mich denn? Weiß nicht, wer wieder geheißen hat. Wir sollten ja doch vielleicht schauen, wer da oben mit F beginnt. Maybe we can get some information then, beziehungsweise gehe ich zuerst zu Watras, wer da das gesagt hat. Vielleicht ist das so ein Trigger, damit Watras wieder ein paar Infos rausrückt. Und Adanos überkam eine Tiefe. Wegen dieses Waffenhändlers. Was wisst ihr schon über den Waffenhändler? Sprich mit Martin, dem Proviantmeister. Ja. Der erst mit der. Du findest. Ja. Wegen der Vermittlung. Ja? Ich will. Was? Bisher leider nicht. Gut. That was it. Dann geht's ab ins obere Viertel zu den Bonzen. War das gerade ein Vogel? Please what? Ich kenn dieses Geräusch aus Gothic irgendwie nicht. Aber es hat sich angehört wie ein Vogel. Das ist wie dieses Kinderlachen. Kennt ihr das, dieses... Ich kann es überhaupt nicht nachmachen, aber es gibt dieses Kinderlachen. Das ist in fast jedem Film. Das geht mir so auf die Nerven. Weil kein Kind lacht so. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Das ist dieses Kinderlachen, das in jedem zweiten Film vorkommt, wenn im Hintergrund Kinder spielen. Ich finde das so grauenhaft, weil kein Kind so lacht. Also ich habe in echt noch nie ein Kind auch nur annähernd zu lachen hören. Hast du zufällig einen Namen, der mit F beginnt? Nein, es kommt nicht mal ein F vor. Fernando? Fernando? Und selbst ist er da nicht drauf gekommen. Wie laufen die Geschäfte? Nicht gut. Früher, als die Barriere noch stand, da waren die Zeiten besser. Die Gefangenen haben das Erz kistenweise ja, aus den... das wissen wir. Du hast Waffen an die Banditen gekauft. Verkauft. Siehst du, also ich bin irgendwie ein Gangster, oder? Du hast Waffen an die Banditen verkauft. Aber wie kommst du denn auf sowas? Die Schwerter, die Banditen bei sich hatten, tragen deine Initialen. Du kannst es ruhig zugeben. Ich habe dich enttarnt. Ich wollte das gar nicht. Das musst du mir glauben. Am Anfang war es nur Proviant, was sie von mir wollten. Meine Geschäfte liefen nicht so gut. Da habe ich mich darauf eingelassen. Später dann wurden sie immer aufdringlicher und drohten mich umzubringen, wenn ich ihnen nicht die Schwerter liefern würde, die sie haben wollten. Du kannst mich nicht dafür verurteilen. Ich bin ein Opfer der Umstände. Kann ich entscheiden? Mir kommen die Tränen. Ich bin die Miliz. Ja. Die Miliz wird sich mit dir befassen. Das kannst du nicht machen. Na dann pass mal auf, wie ich das kann. Bei Innos. Ich bin ruiniert. Meinst du, mir geht es besser? Tja, so ist that, man. So is it. 13.11 Uhr. Oh, schon jetzt sehr lang her. Ich möchte aber trotzdem was anderes überschreiben. Aber wir sind Miliz, also allein deswegen habe ich jetzt diese Entscheidung getroffen. Das andere wäre ein wenig korrupt. Und nein, ich bin ein ehrlicher Held, eine ehrliche Miliz. Deshalb geht's jetzt ab zu Martin. Wir sagen ihm das. Und der Typi wird seiner gerechten Strafe zugeführt. Ist das wirklich wahr? Martin. Außer er ist abgehauen. Aber ich finde es interessant. Ich bin schon ein cleverer Guy, oder? Nein, es war auch nicht schwer. Es war auch nicht schwer. Auch wenn die Charaktere dann irgendwie dazu drängen, noch mehr Infos zu suchen. Noch mehr Infos. Sodass man irgendwann denkt, man muss die ganzen Banditen ausrotten. Was aber de facto nicht so ist.
Das ist einerseits sehr speziell und gut, andererseits irgendwie ein wenig nervig, weil es halt wirklich total nichts aussagen ist. Das ist so, wie wenn jemand sagt, Schwerpunkt von 100 Seiten sind 99 Seiten. Da denkst du dir auch, ja, du kannst gleich sagen, du kannst alles lernen. Wegen des Waffenhändlers. Dann zeig mal her, was du hast. Diesen Degen habe ich bei den Banditen gefunden. Außerdem hat Fernando, der alte Händler aus dem oberen Viertel, zugegeben, mit den Banditen Geschäfte gemacht zu haben. Und? Was noch? Das ist alles. Ist ja schön, dass er das zugibt, aber ohne handfeste Beweise kann ich da leider nichts machen. Ich werde mich doch nicht bei Lord Hagen lächerlich machen. Da musst du mir schon mehr liefern. Gut, wir haben ein Geständnis, wir haben einen Degen mit dem Buchstaben F. Also normalerweise würde ich sagen, also sind alles sehr korrekt, eigentlich gut. Aber ich meine, wenn er es schon zugibt, dann ist das eigentlich schon relativ offensichtlich, oder? Vor allem, wenn er so Schiss hat, aber gut, ich möchte mich nicht beschweren. Martin ist der Boss in der Hood. Und dem wird gehorcht, sonst gibt's Haue.